wenn du im Ausdauersport oder Extremwandern unterwegs bist, dann musst du halt diszipliniert sein. Du brauchst Training, Grundlage. Aber es macht auch Spaß. Also ist es, mich zwingt keiner, das zu machen. Ich hätte die Kelly Family nicht überlebt ohne den Sport. Das Zitat habe ich im Vorfeld jetzt bei meiner Recherche und so. Tatsächlich ist mir das irgendwo über den Weg gelaufen. Mit 26 habe ich halt quasi die Geschäftsführung übernommen. Ich bin einfach sehr stolz, dass ich den Vertrauen der Familie und verdiene mit der Aufgabe nicht mehr Geld. Es ist einfach nur eine Vertrauenssache. Ja. Ich hätte die Belastung und die Arbeit und die Verantwortung niemals gestemmt, wenn ich den Marathon und den Ausgleich in Sport nicht gehabt hätte. Nachher wurde das ja ein bisschen mehr, ne? Ja, es war nie geplant, dass ich dann halt so intensiv, nur mir hat das einfach unfassbar gereizt. Dann ist es ein Marathon geworden und dann hat sich das so aufgeschaukelt. Ja. Da war dann... Hat er den Hals nicht voll gekriegt. Du kennst es doch. 300 Kilometer ohne Schlaf, das ist ja krank. Thorsten, was machst du für Sachen? Joey, was sehen wir da hinten? Das ist? Köln. Köln. Und wir sind hier im Rhein-Sieg-Kreis. Bonn ist dann auch so 14 Kilometer von hier und Köln 20. Und das ist der Beginn quasi des Bergischen Landes. Es ist ländlich, es ist schön. Man hat seine Ruhe. Klimaveränderung und das Ganze. Diese Fridays for Future, ich finde es ja gut, dass junge Leute sich dann jetzt engagieren, dass sie in der Politik stark machen. Was denkst du mit deinem Unterwegssein? Ich finde es gut. Die sind halt, die informieren sich oder es ist zumindest real, es ist da. Ich glaube nicht, dass wir als 15-Jährigen mit Umwelt überhaupt was im Kopf hatten. Gar nichts, das war irgendwie was. Wir hatten ein Ziel mit 18 Führerschein. Auto, Freiheit, weg von Eltern. Das war so. Was macht Natur mit dir? Also wenn du in die Natur gehst und du gehst ja wirklich dann an deine Grenze ran bei so einem Lauf. Mhm. Atacama zum Beispiel habe ich gelesen. Ja. Ne? Ja. Unvorstellbar. Wie viele Kilometer waren das? Die Atacama-Wüste, Ultramarathon 250. 250 Kilometer. Ja. Da gibt es so ganze Seen, die ausgetrocknet sind. Und diese Salzkristallen, die sind scharf wie Messer, also du darfst da nicht mit den Händen reinfallen, stolpern. Und du brauchst stabile Schuhe, weil sonst die Schuhe sind so schnell zerfetzt, weil es ist wie messerscharf. Wüste in der Nacht hat ja noch mal eine... Ja. Was ist das? Das ist Magie. Ist das Magie vielleicht? Ich weiß es nicht. Pure Stille, weil du hast also kaum Tiere, also du hörst wenig. Dann hast du das Gefühl, dass du so nah am Himmel bist. Das ist... greifender. Es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Aber dann ist die Natur draußen, das in der Natur zu machen, ist für dich dann Natur schon Inspiration auch. Motivator? Ja, ein Großteil der Motivation, den Sport zu betreiben, ist der Ausflug in diesen Orten, wo man sonst nicht hinkommt. Irgendwann schreit der Körper, er will nicht mehr, er hat keine Lust mehr, es reicht. Wie machst du das? Ist es dieses zu wissen, du bist noch nicht am Ziel, du kannst noch nicht aufhören, wie kannst du das beschreiben? Jemand hatte das ganz gut erzählt, er sagte, du trainierst, sag ich mal, für einen Marathon, ein halbes Jahr. Und dann hast du an dem Tag den Marathon geschafft, aber du ernährst dich dein ganzes Leben davon, von dem Moment. Da sehe ich eine Markierung, Erlebniswege Sieg. Ist das, kennst du den Weg? Oder? Nee, ich weiß, die haben in Sieg verschiedene Wege und da haben die verschiedene Tagestouren auch so gemacht. Also dieses Logo kenne ich als blau mit dem weißen S. Dein Deutschlandmarschlauf, ne? Also das war, du hattest das zweimal gemacht. Ja. Du hast 2010 weiß ich, da bist du in Wilhelmshaven los und bist dazu gespielt, das hattest du eben schon gesagt, aber du bist noch ein zweites Mal. Ziel war mein zweites Mal einfach schneller. Okay. Und dann war ich mit 15 Tagen und 23 Stunden im Ziel, am Start mit 17 Tagen und 23 Stunden. Dieser Gedanke jetzt von deinen Eltern, mit 8 Kindern jetzt eine Wanderung zu machen, das gab es wahrscheinlich gar nicht, oder? Nicht einmal. Wir haben ja auf der Straße gespielt, gearbeitet. Ja. Davon haben wir gelebt. Also wir waren Straßenmusiker 18 Jahre lang. Wir haben Glück, wir haben gutes Wetter. Die Talsperre ernährt halt quasi die ganze Region. Mit hochwertiges Wasser. Es gibt halt hier so einen Trail,
um die Talsperre, einmal drumherum 33 Kilometer, zu Fuß, Laufen, Radfahren, also Mountainbike. Das ist ein schöner Fleck hier in Siegburg. Ja, der Baum sieht ja auch spannend aus, ne? Guck mal hier mit diesem Efeu da drumherum. Aber es ist ja, ne, so richtig in den Mangel genommen. Ich war in Costa Rica jetzt vor 3 Monaten. So eine tropische Mahagoni oder irgendwas, der so dick ist, quasi umsingelt, dann tot gemacht und der Baum ist nicht mehr drin. Und jetzt lebt nur das EV und das ist 30 Meter hoch. Dann kannst du in diesem Baum innen drinne bis oben hin klettern. Das ist so abgefahren. Wirklich, Thorsten, ich habe sowas noch nie gesehen. Vor 1,5 Jahren war ich mit einem Kumpel von mir, der ist auch Musiker, das ist der Till Lindemann. Und da haben wir in den Amazonas gepaddelt, bergab, weil das Wasser kommt ja von den Anden komplett runter. Und dann fließt er halt quasi und überflutet den kompletten Amazonas in der Jahreszeit. Wir waren in der Trockenzeit da. Da ist das Wasser ganz unten, trotzdem ist der Fluss brutal breit. Und da bist du mit dem Till Lindemann dann gepaddelt? Genau, ich hab mit ihm vor 4 Jahren oder 3,5 Jahren den Yukon gepaddelt. Ja, ich wollte gerade fragen, weil da habe ich doch mal das Buch schon in den Händen gehabt. Ah, sehr gut, okay, ja, genau. Genau, und da ist er irgendwie im Wasser und hat dich auf den Schultern. Genau. Und was hat Yukon, was? Gehasster Freund? Mein gehasster Freund. Mein gehasster Freund. So haben wir das Buch genannt. Genau, da haben wir noch die Frage gestellt, warum gehasster Freund? Ich habe den Namen vorgeschlagen, weil ich als Kelly war früher beliebt oder gehasst. Weißt du? Also wir waren als Kellys, heute gibt es gefühlt keine Kelly-Hasser mehr, weil die wahrscheinlich alle Kelly-Fans geheiratet haben. Aber früher war Kelly entweder für oder gegen. Hat also komplett polarisiert. Voll. Also zurück zum Till. Rammstein ist auch sehr stark polarisiert. Absolut. Ne? Und deswegen, sag ich mal, mein gehasster Freund, er und ich, das ist unsere, sag ich mal, was uns, sag ich mal, zum Teil auch bindet. Natürlich nicht nur. Er war ja früher Schwimmer, ja. Profischwimmer, also Leistungssportler und dann noch Musik. Das heißt, wir haben 3 Ebenen. Nicht jeder mag uns. Wir sind Musiker, zwar ein bisschen anders, nur ein bisschen. Und Sport. Ja. Und ihr macht euer Ding. Ne? Genau. Lasst euch einfach nicht verbiegen. Nein. Natursteigsieg, genau. Und den bin ich schon mal komplett gegangen. Okay. Den bin ich schon mal komplett gelaufen hier. Aber guck mal hier. Hat aber lange keiner mehr. Nee, ist, also da müssen wir mal. Das, so geht das ja gar nicht. Ne? Ja, das ist der Unterschied zwischen West und Osten. am Stausee hat man sich hier so ein bisschen rumgewischt irgendwie. Aber ja, drumherum hat es dann keinen mehr interessiert. Ne? Und dann müsste der Wanderweg, wahrscheinlich dieser rote Faden, oder? Der geht wirklich unten am Rand. Ach so. Das heißt, das ist so eine Art Mountainbike Trail. Mhm. Und der ist dann 33 Kilometer einmal hin und irgendwie zurück. Und der genau da vorne ist der. Da kann man da reingehen. Das ist aber natürlich für die, ich weiß nicht, für eure Kamerajungs okay? Oder ist das, oder besser sowas hier? Ich glaube, also der Philipp, der macht immer alles mit. Das ist immer so wundervoll mit ihm zu arbeiten, weil er macht immer. Die Eltern entscheiden ja für ihre Kinder mit. Das ist jetzt das Leben, was wir leben wollen, was die Kinder zu leben haben. Das ist ja dann auch schwierig. Gerade wenn man dann älter wird, als Sohn gegenüber des Vaters vielleicht zu rebellieren, gehört ja dazu zur Entwicklung. Wie war das bei euch? Ich sag mal so, bis du 16, 17 Jahre alt bist, hast du keine Wahl. Du bist gefangen in dieser Familie und dir gefällt das oder es gefällt dir nicht. Dein Vater war sehr clever, der hat es geschafft, dass jeder von uns das Gefühl hatte, dass ohne mich kann das Ganze nicht funktionieren. Aha, okay. Dass jeder, sag ich mal, so wichtig ist, dass man ein Teil des Ganzes ist. Das war einfach immer geil. Das war das größte Kindheit, was ich mir je vorstellen kann. Hier ist schön, wir gehen da vorne, das ist ein ganz cooler Wanderweg. Und dann laufen wir runter Richtung, es geht hier Richtung direkt, auf dem direkten Weg am Rand von den Sieg. Man kann ungefähr von hier, sind 22 Kilometer, bis nach Bonn. Spielen da wieder so ein bisschen, die Erinnerungen kommen dann wieder, werden wieder lebendig oder lebendiger? Das Schöne ist, sag ich mal, mit der Familie wieder auf Tour gehen zu dürfen, ist, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe einen Bruder,
Der ist 1,5 Jahre älter wie ich. Und wir sind zusammen aufgewachsen. Wir waren ein Team. Wir waren beste Freunde, Kumpels. Wir haben uns blind verstanden. Wir haben alles gemacht zusammen. Und irgendwann kam der Bruch. Und wir haben miteinander 10 Jahre nicht gesprochen. Tatsächlich? Ja. Echt? So komplett gebrochen? Also, dass sie überhaupt gar keinen Kontakt mehr da war? Genau. Und das hat mir unfassbar wehgetan. Dadurch, dass wir wieder zusammengekommen sind und gehen wieder auf Tour, können wir miteinander wieder normal reden. Und die Bruderschaft ist da und Freundschaft ist wieder da. Allein dafür hat sich alles gelohnt, wirklich. Bis vor 5 Jahren war es immer ich alleine 24 Stunden gegen die Rolltreppe, 24 Stunden irgend so einen Wahnsinn machen. Also in den ersten 10 Jahren 1 Million gespendet, die letzten 5 2,9. Das ist also so. Ne? Ich glaube, wenn du in der Öffentlichkeit arbeitest, dass du die soziale Verantwortung hast, was zu tun. Ich glaube, Angst ist das größte Problem. Und ich bin überzeugt im Thema Bewegung, wenn man es schafft zum Beispiel jetzt, und wenn es nur 3-mal die Woche eine Stunde ist, jetzt nach 10 Wochen zur Gewohnheit, dann fehlt das, wenn man das nicht mehr macht. Ja. Und es ist nie so spät, ist egal, du kannst mit 50 einsteigen, kannst mit 70 einsteigen, klar, Knochen und die Gelenke und alles muss mitmachen. Zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten, es zu anzugehen, versuchen umzusetzen, schafft dann einfach Lebensqualität. So, da sind wir wieder. Ja, waren wir eine ganze Ecke länger unterwegs als geplant. Und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen in Zukunft was zusammen machen. Tschui, ganz meinerseits, dann lass uns was zusammen machen. Okay. Mach's gut. Nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich. Wir sehen uns und hören uns. Genau, so machen wir's. Danke. Perfekt, super, ich danke dir.